heute meine September-Favoriten. Von mir gab es schon lange kein Favoritenvideo mehr. Ganz einfach deswegen, weil sich meine Favoriten nicht jeden Monat ändern. Ich finde das immer ein bisschen unglaubwürdig, wenn Leute jeden Monat irgendwas Neues als ihren Favorit bezeichnen. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich was wirklich, wirklich gerne mag, dann kaufe ich das immer wieder. Und dann ist das jeden Monat mein Favorit. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Also ich zeige euch immer nur was, wenn sich bei mir viele neue Dinge angesammelt haben, sodass es sich lohnt. Und deswegen gibt es das jetzt heute wieder. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich fange mal an mit dekorativer Kosmetik. Da habe ich als erstes ein Blush wiederentdeckt für mich. Ich habe es in meinem alte neue Schätze-Video benutzt. Und zwar ist das von Sleek. Und das ist das Blush in der Farbe Coral. Und das ist so ein schöner Ton. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange nicht mehr verwendet habe. Also ihr seht, das ist so ein schönes Korall und das hat ganz leicht ein bisschen Schimmer. Und ich finde es jetzt für diese Jahreszeit eigentlich echt schön. Also ich mag eh sehr gerne so orangelichere Blushes. Und ich finde, das ist sehr, sehr hübsch und das konturiert so ein kleines bisschen. Und ja, also das ist eine große neue Liebe, die ich wiedergefunden habe. Und dann ist ein weiterer Favorit dabei, den ich euch schon mal gezeigt habe. Und zwar ist es dieser Pure Shine Color Lip Balm von Catrice. Und zwar gerade jetzt speziell diese Farbe hier. Ich glaube, in meinem Haul habe ich gesagt, dass ich das Rot sehr gerne mag. Ich mag das Rot auch sehr, aber in letzter Zeit hatte ich wirklich oft diesen hier drauf. Ich habe den auch jetzt gerade drauf und wie ihr seht, seht ihr nichts wahrscheinlich. Das finde ich aber an dem sehr schön, weil der so die natürliche Lippenfarbe einfach nur ein kleines bisschen perfekter macht und gleichzeitig aber die Lippen noch pflegt. Und das ist die Farbe 030 Don't Think Just Pink. Der ist sehr schier. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf die Entfernung sehen könnt. Einfach so ein leichtes, glossiges Rosa-Pink. Also wenn euch das interessiert. Ich habe noch zwei andere, dann könnt ihr mal den Haul anschauen. Ich kann euch den unten in den Infos verlinken, da habe ich ein bisschen was darüber erzählt. Auf jeden Fall, ja, mag ich diese Teile hier sehr, sehr gerne. Ich glaube, einer kostet 5 Euro, so um den Dreh. Und die pflegen toll. Also, ja, diese beiden Sachen auf jeden Fall mal waren im September jetzt eine große Liebe. Und dann habe ich noch ein Produkt, das in diese Kategorie dekorative Kosmetik mit rein kann. Und zwar ist das ein Nagellack. Den habe ich auch gerade drauf, falls euch das schon aufgefallen ist. Der ist von P2, einer von diesen Last Forever Nail Polishes in der Farbe 031 Love Letter. Und jetzt war ich vorhin beim DM und ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur blind war oder ob es ihn wirklich leider nicht mehr gibt. Das finde ich sehr schade, weil der hier schon, der fängt schon an, die Farben so ein bisschen zu trennen. Also den habe ich schon eine Weile und da setzt sich jetzt unten so rot ab. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Aber ja, das ist einfach so ein schönes Nude. Das hat so ein bisschen so eine Kaffeefarbe. Also so, ja, ist ein bisschen rot mit drin und finde ich auch sehr, sehr schön. Und ja, ihr seht, hatte ich jetzt drauf. Und habe ich jetzt auch schon echt eine ganze Weile drauf, habe es immer wieder nachlackiert und finde das eine sehr schöne Herbstfarbe. Dann habe ich noch drei, beziehungsweise vier Duftsachen, aber nur drei für den Menschen. Ihr werdet gleich verstehen, was ich damit sagen will. Das erste ist mein Taylor Parfüm bei Taylor Swift. Und das riecht so gut. Also, das habe ich ja in dem Haul auch schon erzählt. Da habe ich schon ein bisschen beschrieben. Und ich mag das so arg. Also ich habe ja auch dieses Haarparfüm und habe mich damit echt so eingenebelt und ja, echt viele Komplimente gekriegt, dass ich gut rieche. Also ich finde, es lohnt sich wirklich daran zu riechen. Ihr könnt noch bis zum 10. Oktober kostenlose Duftproben auf der Facebook-Seite von Taylor Swift bekommen. Also das kann ich euch auch nochmal unten verlinken, wenn ihr möchtet. Und ja, also dieses Parfüm ist wirklich so gut und ich mag das so gern und ich finde, das ist so ein Duft, den man auch jetzt im Herbst noch tragen kann. Ja, irgendwie. Aber ich bin eigentlich eh so nicht der Standard, ne? Also ich bin jetzt nicht so Herbst, Winter schwere Düfte, Sommer, Frühling leichte Düfte, sondern ich mag es eigentlich das ganze Jahr über mehr so leicht und frisch und so. Ja, aber auf jeden Fall habe ich einmal das hier sehr gerne benutzt und dann noch ein anderes Parfüm. Das hatte ich schon etwas länger und zwar ist das Lady Gaga Fame Parfüm und das ist schwarz. Und ich habe das vom Philipp zu Weihnachten bekommen. Und das finde ich riecht auch so gut. Also ich weiß noch genau, ich habe da so lange nach gejagt. Also nicht gejagt. Ich habe immer wieder jedes Mal im Douglas dran gerochen. Oh, ich will es haben, habe es mir aber nie gekauft. Dann hat er es mir geschenkt. Und im Sommer habe ich das jetzt eigentlich gar nicht benutzt, weil ich finde, das ist echt kein Sommerduft. Also das ist auch so das Einzige, was ich nicht so für so tagsüber im Sommer passend finde. Das ist dann eher für abends oder jetzt im Herbst, Winter wieder so ganz gut. Das ist halt ein sehr starker Duft, finde ich. Und
Ja, riecht aber auch gut, riecht nicht jetzt so mega schwer und warm. Schon fruchtig und so irgendwie sehr schwer zu beschreiben. Ich würde euch empfehlen, mal dran zu riechen. Gibt es ganz normal bei Douglas, Müller und so weiter. Und ja, also das ist jetzt auch wieder ein sehr viel getragener Duft von mir. Und dann noch ein Bodyspray. Ihr wisst ja, ich habe die absolute Liebe für Bodysprays. Also ja, ich würde mir wünschen, dass es Victoria's Secret zum Beispiel in Deutschland gibt, weil ich liebe die Victoria's Secret Bodysprays. Also das sind wirklich so meine Favoriten. Und mein absoluter Favorit davon war jetzt im Moment das Pure Seduction Bodyspray. Das riecht nach roter Pflaume und Fräsien. Ist pink, also das hier ist nur so eine kleine Variante in der 60 ml Variante. Und ich finde, das riecht so gut. Das riecht wirklich ein bisschen nach Pflaume, habe ich so das Gefühl. Und aber noch so ein bisschen was Winterliches mit drin. Ich kann das echt irgendwie nicht erklären, was ich damit meine. Aber ja, das habe ich sehr gerne benutzt in letzter Zeit. Und ich traue mich nie, die zu benutzen, weil ich immer Angst habe, dass sie leer gehen. Das waren jetzt drei Duftfavoriten. Kommen wir zu Nummer vier. Und zwar handelt es sich dabei um Kerzen. Die hier sind von Yankee Candle. Das sind so Teelichtchen in der Duftrichtung Pink Dragon Fruit. Also, ich weiß gar nicht, wie heißt denn diese Frucht auf Deutsch? Drachenfrucht? Heißt sie so? Nee, oder? Oder doch? Auf jeden Fall sind es so kleine Teelichtchen und die mache ich dann in diese kleinen Teelicht-IKEA-Gläschen und habe die dann hier hinten drauf stehen und hier noch in einem kleinen Regal. Und die riechen auch so gut und ich finde, diese Kerzen hier riechen wie das Bodyspray in Kerzenform. Wenn man das so sagen kann. Also wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, um an Yankee Candles zu riechen, dann macht das auf jeden Fall. Ich kann mal schauen, ob ich einen Link finde. Auf Amazon kann man die, glaube ich, bestellen und euch das unten verlinken. Aber ansonsten kriegt ihr das, glaube ich, auch beim Blumenmauk, soweit ich weiß. Und beim Müller? Ich bin mir aber nicht sicher. Also wenn ihr das wisst, dann könnt ihr es für die anderen mal in den Kommentaren lassen, dann könnt ihr das lesen. Da sind 12 Stück drin und die brennen 4 bis 6 Stunden. So, das waren so diese Favoriten. Dann habe ich noch einen Fashion-Favoriten, wenn man das so nennen kann. Und zwar ist es diese Strickmütze. Die habe ich euch in meinem Haul for Fall gezeigt, also in dem ersten. Und die ist von H&M. Kostet 3 Euro, glaube ich. Gibt es noch in einem Grau und einem Pink, soweit ich weiß. Also die sind auf jeden Fall aktuell. Also schaut da mal vorbei, weil die sind echt richtig cool. Ich finde nämlich, dass die hinten nicht zu lang sind. Also zwar ein bisschen, aber nicht so extrem. Und ja, die hält sehr schön warm und für 3 Euro, hallo. Also ja, die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr toll und habe ich sehr viel bis jetzt schon angehabt. Wie traurig ist das denn? Ist gerade Anfang Oktober und ich hatte schon diese Strickmütze viel an. Dann habe ich noch zwei Food Favorites. Ich kann euch jeweils nur die leeren Packungen zeigen, weil es ist schon leer gegessen. Zum einen ist das von Alnatura diese Bulgurpfanne. Das kommt dann in so einem Paket und das ist so getrocknet sozusagen da drin. Kippt ihr dann jetzt hier in kaltes Wasser, rührt es und bringt es dann zum Kochen. Lasst es dann 10 Minuten circa köcheln und dann ist das fertig. Und dann ist das eben so Bulgur, also diese mini kleinen Getreidebubbelchen mit, ich glaube, Zucchini ist da dabei und Aubergine und irgendwie Tomate und Paprika. Und ja, das ist sehr, 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 sehr lecker. Und ich liebe das mit Naturjoghurt oder mit Tzatziki oder so. Das schmeckt so gut und es geht so schnell und das ist dann auch noch gesund, nehme ich zumindest mal an, weil es ist von Alnatura. Und ja, also da gibt es diese Pfanne und es gibt noch eine andere und die sind richtig toll. Also kann ich euch nur empfehlen, die mal anzuschauen, wenn ihr so ein bisschen drauf achten wollt, was ihr esst und euch ausgewogen ein bisschen ernähren wollt, ist das auf jeden Fall eine Variante, ja, die das dazu beiträgt. Und dann habe ich noch das krasse Gegenteil zur gesunden Bulgurpfanne und zwar Mikrowellenpopcorn. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Das hier ist von Seeberger und das ist das Beste, was es gibt. Ihr könnt mir glauben, ich bin die Mikrowellen-Popcorn-Expertin. Also für alle, die mir auf Twitter folgen, die wissen Bescheid über meine Sucht. Das hier ist in der Variante süß. Es gibt noch Karamell und es gibt noch salzig. Erst dachte ich, Karamell wäre besser, aber ich glaube, ich finde süß besser. Also ja, das kommt dann hier in so einem Paket. Da ist dann das Popcorn in so einer Tüte drin. Die ist ganz platt. Die legt ihr dann in die Mikrowelle, schaltet das Ganze dann an und dann geht es irgendwie los. Bum, bum, bum. Die Popcorns poppen auf. Dann habt ihr am Ende so eine fette Tüte voll mit Popcorn. Könnt das dann essen und es schmeckt so gut. Das kostet 89 Cent, glaube ich. Also, und das ist nur eine Packung drin. Ist, glaube ich, das teuerste Popcorn, was es gibt.
Aber es ist auch wirklich das Beste. So, kommen wir noch zu den Favoriten, die ich euch nicht zeigen kann, aber über die ich reden möchte. Und zwar erstmal meine Lieblingsserie im September. Oh mein Gott, die Twitter-Leute wissen auch wieder Bescheid. Under the Dome. Ich habe es über alles geliebt. Es ist jetzt leider schon wieder vorbei. Aber, oh, also diese Serie, habt ihr die geschaut? Ich habe die so gerne geguckt. Ich fand das so wahnsinnig spannend. Und sorry, dass ich so viel an meinen Haaren rummache, aber die nerven mich heute total. Also, ja, ich werde mich bemühen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich fand das so spannend und so cool. Und es hat so Spaß gemacht. Ich habe mich so drauf gefreut, jeden Mittwoch das anzugucken. Weil ich mag das so gerne. Wenn man so einen Tag in der Woche hat, wo man eine bestimmte Serie guckt und sich dann darauf freuen kann, das macht einfach so viel Spaß. Und dann dabei Popcorn essen und dann ist mein Tag perfekt. Also das hat so den Mittwoch für mich zum perfekten Tag gemacht. Jetzt ja, hoffe ich mal, dass weiter gute Serien folgen, mit denen ich mich anfreunden kann und dass sie vielleicht eine zweite Staffel rausbringen. Fände ich sehr schön, obwohl es auf einem Buch basiert und das deswegen unlogisch ist. Aber hey, egal. Okay, und dann jetzt die allerletzte Kategorie sind die Musikfavoriten. Das erste Lied, das ich wahnsinnig geliebt habe im September, war Wrecking Ball von Miley Cyrus. Oh, ich finde dieses Lied so schön und ich finde auch das Video so berührend. Also, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil sie nackt auf einer Abrissbirne reitet und einen Hammer abschlägt. Aber, ja, ich mag es trotzdem. Und ich finde es trotzdem so. Ich weiß nicht, ich fand es trotzdem voll emotional und voll berührend und auch der ganze Text und das ganze Lied und die ganze Musik und ja, ist mir völlig schnurzwurscht egal, ob sie anders ist, als sie früher war, als sie Hannah Montana war. Ich meine, hallo, das ist schon so lange her. Aber ich möchte hier keine Diskussion eröffnen. Das ist ja meine Meinung und ich mag sie jetzt, so wie sie ist und ich mag ihre Musik und es ist mir völlig wurscht egal, was sie sonst noch macht. Und ja, auf jeden Fall einmal dieses Lied. Und dann habe ich eine Playlist auf meinem Handy wiederentdeckt, die ist von April. Und ich höre die so und denke mir, Mann, hatte ich einen guten Musikgeschmack. Also echt so alle Lieder daraus top. Und ganz besonders mag ich Everywhere I Go von Ellie Goulding und Lissy. Ich werde mal gucken, ob ich Links zu den jeweiligen Musikvideos finde und sie euch unten in die Infos schreiben kann. Aber ja, also dieses Lied war auch so schön und das ist so eine Akustikversion. Und das ist einfach so schön. Das ist einfach so schön. So schön. Also Ellie Goulding generell ist ja super toll. Wie gesagt, also schaut in die Infos. Ich hoffe, da steht jetzt ein Link. Und dann. Oh mein Gott. Dann habe ich noch von Bastille. Also Bastille. Bastille. Bastille generell habe ich so gerne gehört. Das ganze Album einfach so genial. Ich glaube, mein Lieblingslied, oh, ich kann mich nicht entscheiden. Also ich mag total gerne Things We Lost in the Fire. Das ist wirklich super toll. Und Flaws. Also, oh, die beiden Lieder, die sind so cool. Und Bastille generell, die sind so cool. Und ihre Musik ist so schön. Und ja, ich finde es immer so schwierig, Musik zu beschreiben, ohne dass ihr es hört. Also, Also diese Lieder, habe ich wahnsinnig gerne gehört und ich hoffe, ich finde Links und kann sie euch unten reinschreiben. Und dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen von diesem Favoritenvideo. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mich mal wissen, wenn ihr gleiche Favoriten habt, beziehungsweise wenn ihr komplett andere Favoriten habt, was eure Favoriten waren, weil vielleicht entdecke ich ja dann neue Sachen. Und ja, also das würde mich auf jeden Fall wie immer interessieren. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mua. Ciao!